Und dann kam der T-Rex und erschreckte alle. Bah! Sausia! Hast du das gehört, Josh? Das muss Papa sein. Überraschung! Wow! Ein Haus mit Rädern! Das ist richtig. Es wird Wohnmobil genannt. Und wir werden damit auf ein Campingabenteuer gehen. Yay! Yeah, Camping! Dies sieht wie ein sehr aufregender Campingplatz aus. Wollen wir unser Wohnmobil aufbauen? Ja! Ist das eine Hängematte auf dem Dach? Ja, Peppa. Papa oder ich können da oben schlafen. Wo werden Schorsch und ich schlafen? Machen wir einen Rundgang durch unser Wohnmobil. Folgt mir. Das ist euer Zimmer. Okay. Also es gibt eine Hängematte und zwei Betten. Das macht drei. Aber wir sind zu viert. Wir haben nicht genug Platz für alle. Aha, gut erkannt, Peppa. Aber wir haben unseren Rundgang noch nicht beendet. Diese Bänke können in ein Bett verwandelt werden. Wir haben also doch genug Platz für alle zum Schlafen. Ich liebe unser Wohnmobil. Es ist magisch. Ja, das ist es. Wie wär's, wenn du und Schorsch draußen spielt, während Mama und ich alles fertig einrichten? Oh, ja. Oh, ja. Papa? Kannst du uns bitte eine Gruselgeschichte erzählen? Jetzt, da es Nacht ist, wird es doppelt gruselig sein. Gut. Ich habe gehört, dass auf diesem Campingplatz eine sehr gruselige Spinne lebt. Man sagt sie... Anscheinend bin ich nicht sehr mutig, wenn es darum geht, Gruselgeschichten zu erzählen. Okay, Schorsch. Möchtest du uns eine Gruselgeschichte erzählen? Sausia! Ich habe meine Meinung geändert. Das ist zu gruselig, Schorsch. Ich denke, das sind genug Gruselgeschichten für heute Abend. Ich weiß, was wir stattdessen tun könnten. Sterne beobachten. Gut erkannt, Schorsch. Das ist eine Sternschnuppe. Wünsch dir was. Einige der Sterne bilden Formen. So wie die hier. Sie sehen aus wie ich. Du hast recht, Peppa. Eine Gruppe von Sternen, die eine Form bilden, wird Sternbild genannt. Wer möchte die Sternbilder am Himmel deutlicher sehen? Ja! Also, so baut man es auf. Und dann schaut man durch diesen Teil in den Himmel. Boah! Oh mein Gott! Hahaha, alberner Papa. Es ist doch nur eine winzige kleine Spinne. Mama, was hat Schorsch sich wohl vorhin gewünscht, als die Sternschnuppe vorbeikam? Ich
weiß jetzt, was George sich gewünscht hat. Das Wohnmobil. Peppa und Schorsch sind sehr aufgeregt, denn heute geht's in die Ferien. Oh, wo ist Papa? Er hat eine ganz besondere Überraschung für euch. Was ist das? Das ist ein Wohnmobil. Wir haben es für den Urlaub ausgeliehen. Dieses Wohnmobil hat einfach alles. Mit dem Knopf hier bedient man den Wasserhahn. Boah. Und mit diesem Knopf macht man den Fernseher. Und wozu ist dieser Knopf gut? Ich bin mir nicht sicher. Wir drücken ihn besser nicht, bevor wir es wissen. Sind alle startklar für unsere Urlaubsreise? Ja, Mama Wutz. Dann geht's los! Wir fahren in die Ferien in unserem Wohnmobil. Diese Karte ist etwas schwierig. Papa, wir dürfen uns nicht verfahren. Keine Sorge, Peppa. Ich bin Experte im Kartenlesen. Oh, das ist seltsam. Doch verfahren? Ja. Da kommt Opa Kleff mit Klausi Kleff. Hallo, Peppa. Hallo, Klausi. Wir haben uns verfahren. Wieso? Ist denn euer Navi kaputt? Navi? Du fährst doch das Wohnmobil T3200. Da ist dein Navi serienmäßig. Willkommen im Fahrzeug der Zukunft. Ah, dafür ist also dieser Knopf da. Wohin soll die Fahrt heute gehen? Das Wohnmobil kann ja sprechen. Ganz schön clever, oder? Die Computerstimme hilft euch, den Weg zu finden. Aber woher weiß sie denn überhaupt, wohin wir wollen? Du sagst es ihr. Hallo, liebe Frau Wohnmobil. Hallo. Wir wollen in die Ferien fahren. Kannst du uns den Weg sagen? Folgen Sie dem Verlauf dieser Straße immer geradeaus. Danke für deine Hilfe, Opa Kleff. Aber gerne. Genießt eure Ferien. Wir fahren in die Ferien in unserem Wohnmobil. Achtung, Achtung, das Öl ist fast leer. Was ist Öl? Öl hilft dem Motor zu laufen wie geschmiert. Und ist das Öl denn jetzt schon weg? Nein, diese Warnungen kommen immer lange im Voraus. Das Öl ist jetzt leer. Ach, herrje. Zum Glück habe ich noch eine Dose Öl als Reserve dabei. Sehr gut, Papa Wutz. Wir füllen einfach das Öl in den Motor und dann... Oh. Was ist los? Hier ist überhaupt nichts drin. Der Motor ist weg. Da kommen Frau Locke und Luzi Locke. Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Wir haben unseren Motor verloren. Euren Motor verloren? Ja. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Ich würde ja gerne helfen, aber ich habe keine Ahnung von Motoren. Vielleicht irre ich mich ja, aber genau genommen sieht dieses Teil hier wie ein Motor aus. Ach ja, gut beobachtet, Frau Locke. Das Wohnmobil hat seinen Motor hinten. Fein, das sollte genügen. Danke sehr, Frau Locke. Gern geschehen und genießt eure Urlaubstage. Wann sind wir denn endlich da? Fahren Sie den nächsten Hügel hinauf, dann haben Sie Ihr Ziel erreicht. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Hurra! Schlafenszeit. Wo schlafen wir denn? Mama Wutz und ich schlafen hier auf diesem Bett. Oh. Und ihr zwei schlaft dort oben. Aber da oben ist doch gar nichts. Hoho, schaut mal her. Das Wohnmobil kann sein Dach ausfahren. Im Wohnmobil wohnen wir genauso wie zu Hause. Während der Ferien ist es ja auch unser Zuhause. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Gute Nacht. Der Campingurlaub.
Peppa und ihre Familie machen Ferien im Wohnmobil. Guten Morgen, meine kleinen Schweinchen. Guten Morgen, Papa Wutz. Ich liebe Camping. Wo wir nun schon mal auf dem Land sind, habe ich mir gedacht, dass wir uns hier mal die Natur anschauen könnten. Gute Idee, Mama Wutz. Schauen wir uns doch eine Natursendung an. Eines der wirklich großen Naturwunder. Vögel. Wie wunderbar. Husch, husch, kleiner Piepmatz. Wir können sonst die Sendung nicht hören. Oh, Papa Wutz, du willst doch nicht im Ernst unseren Campingurlaub mit Fernsehen verbringen, oder? Das können wir auch zu Hause. Du hast recht, Mama Wutz. Hier gibt es nämlich viele spannende Dinge zu sehen. Zum Beispiel die Waldwelt. Was ist die Waldwelt? Die Waldwelt ist ein riesiger Wald voller Bäume. Das klingt ganz schön öde. Oder der Kartoffelkosmos. Was ist der Kartoffelkosmos? Man besichtigt die Kartoffelfelder und zum Schluss probiert man die Kartoffeln. Klingt interessant. Oder das Entenland. Was ist das Entenland? Das ist ein breiter Fluss, ganz voller Enten. Entenland! Wir fahren zum Entenland! Peppa und Schorsch lieben Enten. Aber wie kommen wir zum Entenland? Das Wohnmobil bringt uns hin. Hallo, wohin geht die Reise heute? Zum Entenland, bitte. Folgen Sie dem Verlauf dieser Straße immer geradeaus. Wir fahren zum Entenland in unserem Wohnmobil. Willkommen im Entenland. Wie viele Karten, bitte? Zwei Erwachsene und zwei Kinder. Viel Spaß mit den Enten! Wo sind die Enten denn? Vielleicht machen sie auch Ferien. Kommt, wir packen das Picknick aus. Die Enten kommen doch immer vorbei, wenn wir Picknick machen. Peppa und Schorsch lieben Picknick. Guckt mal, da kommen ja die Enten. Halt, Papa, wir brauchen das Brot doch für die Enten. Na gut. Hallo, Frau Ente. Da kommen noch mehr Enten. Das sind alles ihre Brüder und Schwestern. Und da kommen noch mehr Enten angeschwommen. Und das sind die Enten Omas und Opas. Und hier kommen noch alle Tanten und Onkel. Das war's, unser Picknick ist alle. Enten, sagt Dankeschön zu Papa Wutz. Oh, sehr gern geschehen. Ich liebe Entenland. Es ist Zeit, nach Hause zu fahren. Ich frage mich, ob es nicht eine Abkürzung gibt. Fahren Sie geradeaus in den Fluss hinein. Oh, sind Sie sicher? Ja, fahren Sie in den Fluss hinein. Aber wir können doch nicht ins Wasser fahren. Genau, das Ding redet doch Unsinn. Drücken Sie bitte den blauen Knopf. Das Wohnmobil kann tatsächlich im Wasser fahren. Unser Wohnmobil hat sich in ein Boot verwandelt. Damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet. Willkommen im Fahrzeug der Zukunft. Guck mal, da sind ja Opa Clef und Klausi Clef. Ahoi auch, Papa Wutz. Ahoi auch. Piep, piep. Wir schippern übers Wasser in unserem Wohnmobil. Fahren Sie den nächsten Hügel hinauf, dann haben Sie Ihr Ziel erreicht. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Wir sind zu Hause. Danke für den schönen Urlaub, Frau Wohnmobil. Hahaha, aber gern. Es war mir ein Vergnügen. Es ist schön, im Urlaub zu sein. Aber am allerschönsten ist es doch in unserem eigenen Haus. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Gute Nacht.